Conny weckt ihren kleinen Bruder Jakob. Es ist Morgen. Conny und Jakob schlafen noch. Connys Mutter ist in der Küche. Sie hat schon Frühstück gemacht. Sie hat mit dem Vater einen Kaffee getrunken und ein Stück Brot gegessen. Der Vater muss jetzt zur Arbeit gehen. Sie geben sich zum Abschied einen Kuss. Tschüss, mach's gut. Ja, danke. Du auch. Bis heute Abend. So, jetzt muss ich aber die Kinder wecken. Kinder, aufwachen! Es ist schon Morgen. Das Frühstück ist bereit. Guten Morgen, Mama. Ja, ich stehe gleich auf. Ich freue mich. Heute gehe ich in den Kindergarten. Ja, schau, die Sonne scheint. Es ist schön warm. Du darfst heute dein neues T-Shirt anziehen. Jakob! Kleiner Jakob, wach auf! Du musst auch aufstehen. Wir gehen nachher auf den Spielplatz. Ich will lieber noch ein bisschen schlafen. Komm schon, Jakob. Ich mache eine feine Milch mit Schokolade für dich. Die Socken, die Hosen, das T-Shirt, die Jacke und fertig. Mama, darf ich bitte auch eine Schokoladenmilch haben? Ja, natürlich. Ich habe gleich zwei gemacht. Danke, Mama. Das ist fein. Aber wo bleibt Jakob? Ist er wieder eingeschlafen? Mama, ich habe eine Idee. Ich habe gestern im Kindergarten ein neues Lied gelernt. Ich wecke Jakob mit diesem Lied. Das passt gut. Danke, Conny. Hey, Jakob! Hast du gehört? Du sollst aufstehen. Schläfst du immer noch? Bruder Jakob, Bruder Jakob, schläfst du noch? Schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding, dan, don, ding, dan, don. Hallo, Jakob, aufwachen! Hey, ich kann dich auch anders wecken. Ich ziehe dir die Bettdecke weg und dann kitzle ich dich an den Füßen. Nein, Conny! Nein, hör auf! Sing doch bitte das Lied noch einmal für mich. Das Lied war viel schöner. Also gut, aber zuerst musst du aufstehen. Ja, ja, ich bin schon fast fertig. Gut, jetzt singe ich noch einmal. Bruder Jakob, schläfst du noch, schläfst du noch? Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht die Glocken? Ding, dong, dong, ding, dong, dong. Schön! Aber
Jetzt habe ich Hunger. Wo ist meine Schokolademilch, Mama? Die Kinder und die Mutter essen zusammen das Frühstück. Dann geht Conny in den Kindergarten und die Mutter und Jakob ziehen auch die Schuhe an. Sie wollen doch auf den Spielplatz gehen.